Echt unglaublich. Meine? Ja, deine. Tja, sicher? Ja, hört man. Klick, 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 klick. Ja, das war Absicht jetzt. Ja, ich weiß, aber das hört man immer irgendwie. Bei mir hört man immer, habe ich festgestellt, in der Aufnahme hört man immer die Maus klicken. Klack, klick, 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 klick. Das hört man grundsätzlich immer. Ja, aber ansonsten passt es eigentlich schon. So, Glowstone haben wir jetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt unten ins Feld, wa? Alles klar. Und legen da mal ein wenig los. Alter, ich habe hier gerade die Monsterlecks. Ich muss langsam aus dem Nether raus. So, hier durch. Alter, das ist unglaublich, wie das hier gerade leckt Wo bist du teilweise. gerade? Im Gang wieder auf dem Weg zurück. Auf welchem Gang? Dem Gang, aus dem wir kamen. Ich laufe einfach mal hier lang. Ja, du weißt doch, über die Brücke drüber vorhin, die halb zerstörte, und dann zu diesem Haus hin. Und dann kannst du oben auf den Gang drauf. Jo, ja, irgendwie da. Ah, ich hab's. Und dann Ich einfach hab's. wieder hier drüber laufen und wieder zurück, ganz normal. Ja, muss bedenken, du hast das alles aufgebaut. Ich hab's nicht gebaut, weißt Ja, du? ne? Deswegen kennt mich nicht so gut aus. Ja, gut, ne? Wobei den Nether habe ich eigentlich auch recht zügig damals gebaut. Habe ich gar nicht drauf geachtet, so wirklich. Ich habe einfach nur Grundgerüst gezogen, die ganzen Cobblestone-Dinger festgezogen und fertig. Da habe ich mir echt nicht so viel Mühe gegeben hier eigentlich. Das war wirklich nur hauptsächlich, hauptsächlich sicher von A nach B. Ich bin wieder am Portal. Am falschen Portal. Wo werde ich jetzt teleportiert? In den Dschungel? Nee, in meine Mine. In die Jo. Monstermine. Ach ja. Scheiße. Ja, falsche Seite. Ja, dann laufen wir jetzt einfach mal wieder zurück, bis der Bauer kommt. Dauert ja noch, wa? John der Bauer fragt, wann der Server wieder offen ist. Dann, wenn. Ah, ich könnte jetzt über was sagen, was ihm nicht glücklich stimmen würde, aber Sag eigentlich doch müsste ich es bringen. einfach. Nee, nee, lass mal lieber. Ich will jetzt keine dummen Scherze reißen. Warum nicht? Tue ich auch die ganze Zeit. Ja, aber keine deine Mutterwitze. Okay, das lassen wir. Ah, wobei theoretisch dürften wir ja, aber nee, komm, wir lassen sie mal ausnahmsweise mal auf außen vor. Okay, ich laufe einen Gang lang. Ich weiß nicht, wo lang. Einfach in die Ah, ich andere weiß, Richtung, wo ich lang. wie als der, aus du Ja, kamst. ich weiß, wo. Also es gibt nur zwei Richtungen, rechts oder links. Mehr Vorne gibt's da oder noch nicht. oben oder unten? Ja, aber nicht im Gang. Du kannst den Gang nicht rauffliegen, das ist noch nicht möglich. Wer weiß, vielleicht irgendwann eines Tages, ne, Nach der Gravitation aufheben nordischen und so weiter und so fort. Mythologie gibt es sechs Richtungen. Sechs, genau. Wir leben auch in einer sechsdimensionalen Welt. Nein. Na gut, darüber haben die sich dann noch keine Gedanken gemacht. Der Ja. schwächste Sklave wurde geopfert und fertig. Ach ja, dann war es noch nicht bei den Spartanern. Ja, was denn? Es war ein ganz spezieller Antrieb für die anderen Sklaven. Ja, aber bei den Spartanern war das anders. Das Kind sieht nicht gut aus. Werfen wir es auf den Haufen. Lag irgendwo ein Riesenhaufen Knochen, wo sie Das einfach ist ja alle das hingeworfen Witzige haben, die nicht zwischen gut aussahen. Athenern und Spartanern, dass die Athener, die haben, hatten auch auf Krieg die Zeichen gestellt, aber die haben eigentlich ganz normal weitergelebt und haben sich eigentlich immer so ab und zu nebenbei für Krieg gerüstet. Und die Spartaner waren nur auf Krieg aus, wollten unbedingt die Athener platt machen und Ende haben die Athener ja gewonnen. Ja, weil sie einfach schlauer waren als die Spartaner. Die Spartaner waren die hinnlosen Affen, die ausgeführt haben, und umgekehrt. Na gut, und das nicht auf den Film 300 reduzieren. Ich kenne den Film 300 gar nicht, muss ich dazu Auch sagen. nicht. Ich kenne nur Aber. den Film Meine Frau, die Spartaner und ich, aber das reicht. Okay. Die affige Verarschung von 300. Die ist aber wirklich gut gewesen an manchen Stellen, muss man sagen. Also, es war witzig. Hat sich Und wann gelohnt. schätzt ist das Server wieder offen? Ich muss mir irgendeine Antwort geben. Dann, wenn du aufhörst zu nerven. Also nie. Ja, keine Ahnung. Dann, wenn wir aufgehört haben, aufzunehmen. Weißt du? Ja, das ist keine konkrete Angabe, glaube Dann, ich. das ist mir egal. Er macht auch nie korrekt. Ich kann die Kiste nicht öffnen. Mal kurz neu reingehen hier. Dim, 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 dim. Ach, okay, jetzt bin ich wieder zurückgebackt. Alter, du wirst wieder laut von deinem Mikro her. Aber ich sag gar nichts. Ah, trotzdem, das reicht aus. Bei dir reichen Hintergrundgeräusche. Dein Mikro ist halt in der Richtung versucht, Geräuschpegel auszugleichen und sorgt dafür, dass es dann im Endeffekt zu Störgeräuschen kommt. Tja. Stack, 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 stack. Du könntest übrigens, wenn du Wo gleich. bist du? Ich bin in der normalen Welt. Ja, dann du könntest mal zur Kiste gehen und da die ganzen Leaves holen, die ganzen Blätter. Okay.
Dann eventuell gleich, ich gehe schon mal vor, eventuell, falls ich mich verbaue, gleich nochmal eine Spitzhacke mitbringen. Und ja, eine Schere wäre nicht schlecht, falls wir hier gleich nochmal was haben. Spitzhacke, Schere und was noch? Spitzhacke, Schere und in irgendeiner Kiste ist noch mehr Glowstone. Da könntest du theoretisch noch ein paar mehr Alles klar. Glowstone machen. Mit denen dürfen wir uns aber nicht verbauen, ansonsten haben wir ein Problem. Ja, das stimmt. Die droppen immer weniger, oder? Soweit ich weiß. Die Ja. droppen dann nur noch 3 Stück oder so statt 4. Musste ich auch mal feststellen. So, hier ist das noch nicht so schlimm. Eigentlich wollte ich hier Sandstone hinsetzen, aber ich habe keinen mehr. Deswegen mache ich das jetzt mit normalen Stone Bricks. Arbeit. So, ja. Sandstone müssen wir auch irgendwann mal nochmal holen. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen sollen oder nicht. Erstmal will ich das Feld hier fertigstellen. Das dauert ja sowieso noch lange genug. Scheiße, siehst du, verbaut, dann musst du gleich mal kurz fixen. Was war denn fixen? Da habe ich noch was anderes im Kopf. Egal. Ja, das andere Wort, was anstatt mit F mit W anfängt, meinst du? Nein. Nicht? Was? Womit? Nee, nee, das meinte ich nicht. Alter, Ich das meinte backt hier so. Heroin fixen. Ach so, ja. Alter, du und deine Drogen, hör mal, man könnte ja meinen, du bist abhängig. Eventuell. Was denn? Ich sitze neben John. Nee, ich glaube, der ist. Du sitzt. Ja, eine Schule. Nee, du sitzt gar nicht neben den, oder? Latein. Ja, hör mal, Latein, ich muss den ganzen andere Zeit neben den verbringen. Oh ja, Ja. okay. Hör mal, also wenn hier einer sich beschweren darf, dann bin ich das ja wohl, oder? Nein, ich habe ein Recht darauf. Das ist Demokratie. Ja, das ist Demokratie. Ich habe alle Rechte, du hast keine. Nein, das ist Diktatur. Nee. LOL! Was ist? Wie kommt der denn jetzt? Siehst du das nicht? Ja, der schreibt was, aber der schreibt übers Web. Was heißt? Wie schreibt er das? Der schreibt in der Dünn Map. Wie kann man denn in der dünnen Map schreiben? Kannst du unten da, wo der Link ist, also wo das Link-Symbol ist, da unten ist so eine schwarze Leiste. Wenn du da schreibst, dann schreibst du was. Dann steht der Web. So habe ich den auch ein paar Mal angeschrieben, daher weiß der das auch Schwarze immer. Leiste? Ja, ganz unten mit so einem Pfeil. Da kann man Ah. schreiben. Hier sollte das heißen. Ja, Ich das hab's passiert mir aber gefunden. auch immer. Ich verdrehe momentan ständig die Buchstaben, wenn ich schreibe. Also sorry, ne, wenn ich übrigens total Müll bei Facebook schreibe, aber irgendwie drücke ich zu schnell die Tasten und dann macht er mir irgendeinen Müll daraus manchmal. Maurice hat mir gerade geraten, die Kirche anzuzünden. Dann rate ich ihm dazu, ich könnte jetzt sagen, Maul zu halten, das hört sich aber scheiße an, seine niveaulose Klappe zu halten und eventuell mal drüber nachzudenken, ob sein Haus auf dem Server noch lange stehen soll. Ich sag nur Kommandoblock, TNT Place, Set, Ja. Fire. Wobei, nee, Fire zerstört, bringt die gar nicht mehr zur Explosion, ne? Schade. Müsste man auf die altmodische Art und Weise regeln. Ach, egal, das macht auch Spaß. Einfach einen Hebel platzieren oder eine Druckplatte und dann sein ganzes Haus mit TNT unterkellern. Nein, das habe ich nie ausprobiert. Bei gewissen Leuten. Nein, zu den Leuten gehöre ich eigentlich nicht. Aber so das ein oder andere Mal ein bisschen Spaß Warum? erlauben? Ja, Hoffen warum wir, dass nicht? hier irgendjemand, der uns zuschaut, auch Crafting Pad kennt. Der hat auch mal Johns Haus angezündet. Eimer? Hör mal, Me zehnfach. mehrfach. Ja. Ich meine, einmal war ich so vorhin, ich hab's ihm gefixt. Was war der Dank? Ey, du Arsch, ich weiß, der Server gelassen. Ja, nein, er hat gesagt, die Diamanten sind weg. Ja, das war aber Crafting Pad, ja. Und Ja, nicht stimmt. wir. Er hat mich bezichtigt, sein Haus in die Luft gejagt zu haben. Also Also an ehrlich, alle, die so Crafting Pad noch schon. nicht kennen, wir empfehlen ihn einfach mal zu suchen. Vielleicht weist Crafting Pad ja auch mal auf uns hin. Ich muss mal mit ihm reden. Ja, macht er des Öfteren. Okay, meistens kommentiert oder liked er nur Videos. Das reicht aber meistens aus. Ja, das reicht Scheiße, schon. ich hab mich verbaut. Dann noch mit Ja, Glowstone. Nein! ich finde gerade keinen Glowstone. Ich habe eine Spitzhacke, habe ich noch. Ach, meine Kiste, wo die ganzen anderen Sachen drin sind, da ist ganz am Anfang irgendwo eine Kiste. Früher hattest du hier eine Beschriftung dran. Nein, hatte ich noch nie. Doch, Die wollte irgendwann ich, mal. ja, im Let's Show. Ja. Da habe ich eine gemacht. Aber noch nie in der normalen Welt. Da war ich immer zu faul. Geil. Ja. Nein, da wollte ich das immer Nicht machen, bei den aber ich Schleimbällen. hatte keinen Bock, das in einer regulären Folge zu machen. Und deswegen kam ich irgendwie nie dazu. Aber wir brauchen definitiv noch mehr. Ich habe eine Eisenrüstung. Fast down. Ja, Eisenrüstung bringt aber nichts. Ich habe die auch abgelegt, weil keine Monster on sind. Ach, diese scheiß Fackeln hier überall, echt. Ja, wer hatten die damals alle angebracht? Das muss ja ein Vollidiot gewesen sein. Vor allem, weil er damals schon wusste, was alles hier noch kommen sollte. Ich habe keinen Plan, wo die oder Gloucester ist. Ach, egal, dann komm erstmal runter und bring eine Spitzhacke mit. Dann kannst du erstmal schon ein paar Sachen fixen hier, wo ich mich gerade verbaut habe. Alles da, dann mache ich das.
Weil hier sind, müssten überall, also ab und an halt mal, ist irgendwie ein Stonebrick daneben. Ich glaube, das sind 3 Stück und einmal ist ein Glowstone zu viel. Alles klar. Dann komme ich jetzt. Ich habe 3 Spitzhacken, ne? Jetzt müsste Ja, reichen. das reicht. Wie gesagt, wir brauchen nur um Sachen zu reparieren. Hast du die Blätter mitgebracht? Die Blätter waren in der Kiste, die hole ich jetzt. Ja, dann mach das noch eben schnell. Stark. Alter, diese Fackel, ne? Da leckt das bei mir irgendwie gerade wie Scheiße. Echt? Nein, nicht. Bei mir Ich schon. Ich brauche weiß auch nicht, keinen woran Bock. das liegt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich zu wenig Arbeitsspeicher bei Minecraft habe. Normalerweise dürfte das kein Problem sein hier. Aber wo hast du denn die Kiste hingepackt? Die mit den Leaves steht doch draußen. Ja, da bin ich gerade. Ja, da steht die doch am Rand, am Weg. Ah, ich bin auf dem falschen Weg. Wartet mal, ich stelle mal die Dünn Map um. Ich muss mal sehen, was der Bauer da gerade vollzieht. Wo gehst du hin? Das weiß ich nicht. Richtung Hier ist Feld noch ist kein Feld. falsch. Hier, an diesem Weg müsste die stehen. Ja, an dem Weg steht sie. Da. Muss immer so warten. Die Dünn Map, die aktualisiert halt nicht immer 1 zu 1, sondern mit minimaler Verzögerung. Aber hier sind Weiße. auch nur noch, hier sind nur noch 3 Stacks drin. Ja, da stehen 2 Kisten. Okay. Alter. Zitze, zitze, zitze. Was machst du wohl den lieben langen Tag die ganze Zeit? Echt, ey. Ich spiele kein Minecraft. Ja, das merke ich gerade. So langsam, aber sicher. Man muss mal mehr Minecraft suchten, ja? 1, Genau. 2, 3. Zack, zack. Zack, zack. Wie komme ich eigentlich noch mal darunter? Durchs Lagerhaus? Stimmt. Alter Schwede. Nein, ich habe nichts Lagerhaus gegen war das Schweden, auch Fischerhaus. wenn ich heute so anfange. Stopp, Lagerhaus war doch nicht das Fischerhaus. Das Lagerhaus, du Bauer. Unten ins Feld. Ah. So, wie viel Glowstone habe ich eigentlich noch? Ich kann das nämlich gar nicht sehen. 9 Stück, oh, da komme ich noch weit mit. Unheimlich weit. Naja, wenigstens die vorderen 2 Reihen habe ich fast fertig gekriegt mit dem, was ich dabei hatte. Und das war gerade mal ein Stack. Du müsstest nur gleich aufpassen, wenn du hier rüber kommst, dass du nicht unten da reinfällst. Also am besten beim ersten Feld gleich darüber gehen. Ich sehe dich, ich sehe deinen Namen. Tja, was machst du oben auf dem Feld? Ja, frage ich mich auch. Ins Lagerhaus, andere Richtung, andere Seite der Kirche. Ach so, da lang. Ja, ich erinnere mich. Was ein Bauer. So, hier sind erstmal noch Glowstone ohne Ende. Der sollte erstmal noch ein bisschen reichen hier. Aber fertig kriegen wir das damit auf jeden Fall noch nicht. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Glowstone dabei, dann sollte das vielleicht Ja. passen. Und dann habe ich wieder den ganzen Glowstone verballert, den ich hatte. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier, das sind noch Leaves waren das, ne? Also normale. Ja, kann sein. Gut, eine Spitzhacke wollte ich noch kurz mitnehmen. Vorsichtshalber. Falsche Reihe. Ach Mensch, echt, ey. So, hier, Da. So, dann müssen wir jetzt nämlich mal ganz kurz. Habe ich von denen? Ja, davon habe ich noch genug. Okay. Ach, eine Schere. Hast du eine Schere dabei? Nee, ich habe das komplette Inventar voll mit Leaves Ach, und dann passt das. Solange du erstmal genug Laub dabei hast, dann reicht das schon. ja. So, dann reiße ich das hier erstmal alles weg, wo ich mich gerade vertan habe. Eigentlich ist das Muster recht gut zu erkennen hier, was hier gerade ist. Ich bin auf einer Redstone-Spur. Oh mein Gott, wo bist du jetzt schon wieder gelandet, du Bauer? Ja, chill mal. Wo bist du da? Ah, ich weiß, wo Du ich hin kommst hier muss. nirgendwo auf Redstone eigentlich. Du weißt nicht, wo ich mich rumtreibe. Doch, ich weiß es und du wirst schon wieder lauter. Immer noch. Immer noch lauter? Ja, weil ein Rausch ist nämlich extrem im Hintergrund, weil er Mikro verstärkt, wie scheiße. Und wo bist du da, ey? Wüsste ich auch gern. Ja, du bist unten in meinem Schaltraum vom Feld, aber wie kommst du da hin? Da war gar nichts offen zu. Da war auch nichts offen. Ja, super. Was machst du dann für einen Scheiß? Durchbuddeln ist hier nicht. Habe ich auch gerade festgestellt, das ist nicht möglich. Ja, soll's auch nicht. Wo bist denn du hier überhaupt, verdammt? Meine Fresse, nee, echt, ey. Was meinst du, warum ich meine Sachen so baue, dass man überall normal hinlaufen soll? Nicht, damit man sich mitten durchbuddelt. Bei meinen Das ist ja Konstrukten einfacher. solltest du mittlerweile wissen, scheiß Idee. Und zwar eine vollkommen scheiß Idee. Ah. Weil so wie ich Sachen baue,
kommt man. Andere Seite. Andere Seite. Nicht da rausbauen. Zubauen. Da bist du. Meine Fresse, nee. Echt, ey. Ach, hier kommst du raus. Mann, Mann, Mann. Gut. So ehrlich, echt, ey. Jetzt muss ich doch wieder so weit laufen. Das wollte ich ja nicht vermeiden. Ja, da muss man immer laufen. Hör mal. Ja, aber laufen ist langweilig. Naja, kommt drauf an. Ich meine, ich könnte mit der Axt den Kopf abschlagen. Vielleicht ist das nicht so langweilig. Ah, nee, ich habe nur eine Spitzhacke. Geht auch. Ich habe einen Eichengolem zur Verteidigung. Nee, das ist meiner. Er ist auf mich programmiert, du Bauer. Was? Der greift mich aber nicht an, wenn ich ihn schlage. Du sollst ihn auch nicht schlagen. Außerdem, der würde dich angreifen, wenn du auf der anderen Seite gestanden hättest. Ah. Nein, hab ich gerade ausprobiert. So. So, ich bin am Labyrinth, wo es entstehen soll. Oh, was sagst du? Noch eine halbe Stunde oder so? Pff, mal gucken, wir können ja auch theoretisch noch ein bisschen länger heute machen. Ich weiß ja nicht, wie lange du noch Zeit hast. Ja. Vielleicht Stunde. Oder so würde ich sagen, das passt noch. Ja, dann lass so lange noch aufnehmen, dann kriegen wir vielleicht das Labyrinth unten nämlich fast fertig. Mhm. Dann kannst du eigentlich schon mal Glowstone und die anderen Stonebricks soweit weiter vorbereiten hier. Okay. Hast es? Wo bist du gerade? Stonebricks kann ich dir rüber werfen. Hier bin ich. Zack, zack, zack. Ja, ich kann die nicht aufnehmen. Ja, dann werf mir doch mal ein paar Blätter zu. Weil Blätter habe ich. Ne, da mache ich das nämlich mit den Blättern hier soweit fertig. Oder zumindest anfangs erstmal. Sehe ich schon, das sieht ganz gut aus hier. Wo soll ich die Stonebricks hinbauen? So wie der Rest hier schon ist. Also immer hier halt in die Mitte von den Dingern. Ja. So ein Ding und dann halt Glowstone drüber. Also so wie es hier schon vorgemacht ist ansonsten. So? Quasi. Ja, so wie es hier schon ist halt. Und das Ganze kannst du auch hier hinten auf den Feldern, warte mal, da, ich habe jetzt keine Stonebricks. Da musst du gucken, da ist das ein bisschen verschoben hier, da ist nicht so direkt die Mitte zu erkennen. Ja, ich sehe schon. Hier kann man keine richtige Mitte finden. Ja, hier, dann mach einfach auf der Seite noch zwei Stück. Dann passt so. Hier? Ja. So. Nee, die drei weg, die zwei. Lass das einfach so. Nee, das war schon richtig. Ah. Sollen vier sein. Habe ich aber auch gesagt, dass es richtig war. So, muss ich klarer ausdrücken. Das habe ich. Noch klarer geht nicht. Wenn ich mich noch klarer ausdrücken sollte, welchen Computer? Wäre langweilig. Tja. Alter, wie viel man hier... Ja, das könnten jetzt momentan nicht ganz so spannende Folgen werden hier unten mit dem Auskleiden, würde ich sagen, wa? Ich nehme auch an, denke ich mal. Weil das ist hier halt sehr viel Gras klatschen und wundern, warum hier alles rumbackt. So, aber im Grunde wird das jetzt im Großen und Ganzen hier nur so recht weit aufgebaut werden hier. So, hier mache ich dann so kleinere Durchgänge hin erstmal. Ich muss hier irgendwie reinkommen. So, dazu. Jetzt muss der Block, Alter, das kann ja spaßig werden hier unten, weil die Höhe hier halt so niedrig ist. Aber ihr seht schon, wir werden hier jede Menge Blätter verpulvern. Oh ja, ich glaube, das reicht auch lange noch nicht, was wir hier haben. Ja, es wird schon ein bisschen reichen, aber es wird halt nicht allzu lange reichen. Ich habe zwei Dörter dabei, die reichen. So, jetzt muss hier nämlich der Deckel drauf. Bevor ich den drauf setze, muss ich hier oben die Decke begrünen. Ja. Die muss hier nämlich auch so ein bisschen grüner werden. So, und dann müssen hier überall Blätter hin. Verdammt. Ich würde die aber nicht alle direkt so symmetrisch machen, denn dann ist hier kein Labyrinth mehr. Ja, das wird auch erstmal kein Labyrinth. Das soll erstmal alles so aufgebaut werden und danach werde ich danach nach und nach ein Labyrinth draus machen. Ah, okay. Also erstmal sollen auch überall die gleichen Durchgänge halt so durch. Immer so kleine Bögen dann hin. Weißt du? Und dann werde ich die nach und nach, werde ich die immer mal gucken, dass ich vielleicht so ein paar zubaue oder sowas oder noch zugewucherter machen werde. Weißt du, da kann man ja immer noch im Nachhinein langsam machen. Aber Hauptsache halt erstmal, dass der große Grundteil, das große Grundgerüst hier halt fertig ist. Macht Sinn. Ne, weißt du, also erstmal hier so, hier hinten habe ich jetzt schon ungefähr so ein bisschen Teil so aufgebaut, wie der werden soll. Mhm. Und schon jede Menge. Ja, ich sehe schon. Verballert. Sag mal hier ganz hinten, da lässt sich von diesen Viechern nicht viele hinplatzieren. Ja, warte, wo ganz hinten? Hier. Hier. Ja, da hinten musst du auch gar nicht. Da hinten ist also erstmal alles bis hier, bis den Teil soweit fertig machen, weißt du? Mit den Glowstones, auch hier, wo die Fackeln sind, um die Dinger rum. Da kannst du auch ruhig überall Glowstones draufballern.
Also hier, die kleinen Blöcke immer um die Baumstämme, wenn du gleich fertig bist. Okay. Dann mache ich nämlich hier überall nur noch die Leaves so weit.